Oh, Mann. Ich glaube, ich habe jetzt schon langsam einen Boxenstopp. Wie, du hast langsam... Ja, zu euch. Du musst an den... Nein. Ach so. Ich meine so, dass ich immer noch Erster wäre oder so. Kannst ja mal gucken, was... Ja, es ist nicht immer einfach, irgendwas zu gucken. Ich glaube, ich wäre tatsächlich, wenn ich gleich in Runde 9 reingehe, wegen Frontflügel wechseln, bin ich dann wahrscheinlich Platz 19. Okay, jetzt steht 4. Also ich bin halt hinter euch quasi. Ja. Aber wie gesagt, so langsam habe ich einen. Kann schon sein, dass sich das jetzt noch gleich ein bisschen erhöht. Und ich hoffentlich... Ihr seid ja so nah beieinander, das kann schon klappen. Also man merkt, dass ich jetzt ein bisschen sicherer auf der Strecke geworden bin als am Anfang bzw. im Qualifying. Da war ich noch deutlich unsicherer zu jetzt. Das habe ich vorhin gemeint mit, ich halte mein Auto eigentlich immer ziemlich sicher auf der Strecke, ziemlich sicher auf der Ideallinie. Das war im Qualifying nicht ganz der Fall. Ja, bei mir auch nicht. Und jetzt gerade ist es auch nicht der Fall. Was aber mit dem Audio auch echt nicht leicht ist. Ja, so, aber das ist ja normal, dass man so ab und zu abschweift. Aber im Qualifying habe ich halt wirklich so gewackelt mit dem Lenkrad quasi. So, wenn ich nach links gelenkt habe, nicht einfach gelenkt, sondern einfach komplett weggelenkt. So richtig so gehackt gelenkt, keine Ahnung. Durchgehend hier sind die in meinem DRS-Fenster, ey. Tor für Bielefeld. Shit. Oh. 1-0. Mann. Ich habe ja 1-2 getippt für Fürth. Also alles noch drin. Natürlich unpraktisch, aber naja. Echt gespannt, wo ich gleich rauskomme. Oh, da hat's mich fast gedreht. Da habe ich richtig viel Zeit verschwendet jetzt. Also ich musste mich halt wieder fangen, habe ich zum Glück geschafft, aber. Der rammt mich wieder rein. Oh, das ist wieder Reike! Geht's in die Box. Gib uns eine gute Hinle. Ne! Ne! Alter. Jetzt sind beide meine Frontflügel kaputt. Ja, du musst ja eh jetzt fahren. Ich fahre jetzt eh an die Box, aber... Der Typ ist richtig cool, der Raikön, der hat immer Bock. Ey, Leute, schreibt mir in die Kommentare, das ist doch echt nicht... Also, hä? Ganz ehrlich? Ja, es ist, so, ich bin jetzt es an der ist Box. Immer Raikön, bei mir war es auch immer Raikön. Gelbe Flagge. Nochmal gelbe Flagge. Gelbe Flagge schleicht sich da gerade durch... Okay. Interessant. Da ist ein Renault am Seitenstreifen. Okay. Der steht da gerade. Okay. Ein raus zu sein. Sehe auch den anderen Renault nicht mehr. Beide sind raus. Ups. Ja. Offensichtlich. Oder da stehen gerade beide Renaults. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, der eine Renault ist beim Crash mit Bottas und dir rausgeflogen. Weil als ich damals geguckt habe, da war noch ein anderer Punkt das bei war Bottas. Stimmt. Das wird dann wohl ein Renault gewesen sein. Ich bin übrigens 15. Boxenstopp. Hab leider ziemlich direkt vor mir ein Auto. Okay, meine Reifen müssen jetzt auf jeden Fall gewechselt werden. Das passt alles super. Jetzt kann ich natürlich die gelbe Flagge nicht sehen. Ah doch, da steht er. Ich habe aber nicht sehen können, wer es ist, keine Ahnung. So, also das heißt, ich werde diese Runde jetzt... Boah, ist mal hier langsam, Alter. ...meine Reifen warm fahren und... Los, fahr jetzt. ...danach schön mit ERS und fett paar geile Runden fahren. Und ich hoffe, ich krieg Grosjean... Jetzt gleich hier noch überholt. Auch ohne. Ich hoffe, dass mich Ferrari nicht überholt. Man darf hier so langsam, man muss so langsam fahren, Alter. Aber sie überholen mich nicht.
Bin aus der Box raus und bin immer noch Erster. Na, das hat wahrscheinlich gerade mit dem Crash noch ein bisschen Zeit gekostet. Aber das, weißt du, die machen mich kaputt, aber dass die sich mal gegenseitig oder so, oder dadurch, dass sie mit mir zusammenstoßen, hat sie sich mal kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wir werden unsichtbar wahrscheinlich. Der Vettel ist sogar tatsächlich wirklich einmal unsichtbar geworden. Cool, dass man das ausstellt und dass man trotzdem unsichtbar wird. Das finde ich richtig nice. Oh. Ja, okay. Also mit dem Undercut hat nicht funktioniert. Vettel ist 11, da ist vor mir ein Platz. Weil, naja, ich war natürlich länger in der Box. Eben. Das ist das Ausschlaggebende, sonst hätte es bestimmt geklappt. Boah, das war richtig schlecht. Oh, 2-0 für Bielefeld, was ist das? Fickt euch. Boah, ich fahr so viel besser gerade. Das ist der Shit. Ich fahr überhaupt nicht gut. Ich muss die Reifen richtig warm fahren, ey. Ich hab nichts gegen Bielefelder Fans. Das ist nur aus Spaß, Leute. Okay, jetzt mach ich dich wieder Gas geben. Ich bin gerade nicht so gut gefahren diese Runde. Hast ja noch genug Abstand. Oh, lila Sektor. Stimmt. Minus 2,44 Sekunden, weißt du Bescheid, wie ich hier in meinem Flügel gefahren bin, ey, ohne Witz. Da weiß ich echt Bescheid. So, Leute. Oder gehen einige an die Box. Daumen gedrückt halten. Vettel Überholmanöver wahrscheinlich am Ende der langen Geraden. Am Ende von Startziel eingebogen wird. Ich bin gerade 8. Platz. Überhole wahrscheinlich aber. Oh, Alter, okay. Da, ich glaube, ich muss zurückstecken. Das sind echt viele Autos. Ja, ich schaff's auch gar nicht. Ich muss noch nicht mehr zurückstecken. Oh, Raikön ist direkt vor mir rausgekommen. Läuft. Schade. Alter, der Anek hat fast funktioniert. Aber du hast ihn wieder direkt da. Ja, die sind beide Ferraris, ist direkt vor mir und die beiden werden aufgehalten von Leclerc und ich glaube Sirotkin. Ja. Man kennt ihn. Also die waren offensichtlich noch nicht an der Box, die beiden Bobos. Wehrlein 2.0. Ja, aber ich bin an beiden Ferraris, gerade innerhalb von einer Kurve vorbei. Nice. Platz 6. Ich bin jetzt Platz 6. Und ja, 3 Sekunden Zeitstrafe habe ich auch bekommen. Nice. Also die hinter mir waren auf jeden Fall nicht an der Box. Das hinter mir ist Van Dorn und Gasly. Gasly ist ja vor dir. Und die waren beide auf jeden Fall nicht an der Box. Also die müsstest du. Das heißt, ich wäre rein theoretisch bin ich jetzt gerade Platz 2. Ja. Kann man so sagen. Ich fahre mein Auto jetzt auf Fett. Ah, okay. Einer von beiden fährt auf jeden Fall. Gasly fährt jetzt gerade an den Box. Kann dann sein, dass der andere auch gerade an der Box ist. Das habe ich nicht gesehen. Warum auch immer. Oh shit, ich muss mein RS wieder anmachen. Ja, ich fahre jetzt auf Fett, damit ich mein Auto leicht mache. Hey, ist er doch an der Box? Ja. Okay. Dachte, er ist nicht an der Box. Aber schon. Okay. Ich Zweiter, Vettel wieder Dritter. Aber mein Abstand zu Vettel ist direkt schon mit dabei. Sehr gut. Das ist echt cool. Ah, Leute, euer Daumen drücken hat. Danke. Ihr müsst immer noch weiter drücken. Ja, das stimmt. Bitte weiter drücken. Weil kann sich noch einiges tun. Wenn wir es so. Ich benutze irgendwie gefühlt fast nie dieses RS überholen. Ja, ich nutze es immer. Also ich mache entweder kein oder überholen. Ich bin fast nie Hotlap. Oder die anderen dazu. Ich hab's fast eigentlich immer auf niedrig oder mittel stehen. Lol. Da fahren wir ja unterschiedlich, Leute. Auf beiden Kanälen vorbeischauen.
damit ihr beide Taktiken seht, beide Fahrweisen, beide Sichten. Meine Sicht ist die, dass ich jetzt so gefühlt seit 30 Minuten keinen mehr vor mir habe. Meine Sicht ist die, dass ich die ganze Zeit von Raikön und Vettel gerammt werde. Zumindest seit ein paar Runden nicht mehr immerhin. Was ich mal ganz angenehm finde. Fahrer vor mir. 38 Sekunden, what the fuck? Was erzählt er sonst noch über mich? Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Das hat er erzählt. Nee, aber hat eigentlich nicht wirklich was Interessantes erzählt, nur dass du auch frische Reifen hast und so und ja. Nicht irgendwie, dass Fahrer du hinter mir. Nee, das hat er nicht erzählt. Also er hat irgendwie so ich habe nicht wirklich richtig in die Hörer gegeben. Er fragt ja erstmal nach, war da vor mir, oh ja, ich höre nicht richtig hin. Egal. Ich wollte eigentlich nur die Sekunden Abstand wissen. Red mal ein bisschen. Also, Vettel hat auf jeden Fall 4, irgendwas zu mir Abstand. Ja, mein Bottas ist immer noch letzter, ne? Das ist richtig gut eigentlich. Das ist also er kommt gut. Jetzt so langsam an die anderen ran, aber er ist halt immer noch letzter. Ich hoffe, dass der echt, auch wenn er 11. ist, ist ja scheißegal. Oder auch 10. einen Punkt, den kann er gerne haben, aber mehr nicht. Das wäre richtig nice. Dann hat's ja doch was Positives, dass du dich da ein bisschen gebettelt hast. Das stimmt. Junge, ich muss mir das in der Wiederholung mal anschauen im Schnitt. Das war so die krass, also wirklich. Also dass Raikön dabei auch nicht kaputt ist. Es ist so unfair einfach, dass Raikön dabei nicht kaputt ist. Weißt du, Raikön rammt mich in Bottas rein und Raikön geht dabei nicht kaputt. Weißt du, er dadurch an uns beiden vorbei und auch nicht um eine Strafe oder so. Also, Alter, also wirklich Raikön hätte eigentlich mehrere Strafen für Rammen bekommen. Das ist auch so ein Pissaner, der rammt immer Leute weg, immer. Der hat auch mich schon ein paar Mal weggerammt. Und anscheinend auch noch ein Glückspilz, der auch keine Strafen kriegt. Ich fahre im dritten Sektor leider irgendwie scheiße. Ich habe immer einen lila Sektor bis zum dritten und dann irgendwie nicht mehr. War gerade allgemein. Meine ersten Runden auf lila waren gut. Auch. Ich habe jetzt probiert. Ich habe meine lila eine Zeit gehabt, aber. Ich probiere jetzt im dritten richtig. Gerade bin ich irgendwie nicht so ganz im Flow drin, habe ich das Gefühl. Im Flow? Komm, das musst du jetzt eine lila eine Zeit werden. Danke. Alter, ich habe im lila Sektor, ich habe im dritten Sektor jetzt richtig versucht, richtig reinzuhauen nochmal. Weil der dritte hat es mir immer versaut. Hast du noch Benzin? Ja, ein bisschen. Ich habe jetzt fast alles leer. 0,01. Ich fahre jetzt die ganze Zeit 0,0 auf Fett, bin ich dann. Damit ich dann leicht bin. Ich fahre auf 0,1 oder 0, minus 0,1 meine ich. Weil auf Standard. Ich bin gerade bei minus 0,02 auf Standard. Standard hole ich immer ein bisschen rein. Deswegen fahre ich ein bisschen in Minus. Und dann kann ich das restliche Rennen mit wenig leichtem Gewicht noch zu Ende fahren. Alter, du flowst gerade echt gut durch die Strecke. Krass. Er hat echt den Flow absolut zerstört durch den Frontflügel. Ich komme nicht mehr so gut klar, du bist schon wieder 4 Sekunden weiter weg, als ich gerade gefragt habe. Nice. Ja, wie gesagt, ich fühle mich immer sicherer auf der Strecke. Klar, mache ich immer wieder kleine Fehler, aber solange es nichts Gravierendes ist, ist das auf jeden Fall nice. Alter, Leute, guckt euch das an, was mache ich denn hier gerade? Ich finde das ganz cool, er zeigt mir ungefähr 5-mal pro Strecke an, 5-mal pro Runde, wie viel wir auseinander sind. Also ich kann eigentlich immer nachgucken, ohne zu fragen. Okay, Bottas ist jetzt nah so dran schlecht am vorletzten. Halte die Lücke zwischen dir und deinem Hintermann einfach so bei. Wir glauben, er hat eine Zeitstrafe.
Ja, der vorletzte würde aber wahrscheinlich irgendwie Platz 17 oder so dann sein. Ja, stimmt. Da sind ja noch zwei Renaults raus. Er hat mir ja gesagt, ich muss den Abstand zu dir einfach beibehalten. Wir glauben, du hast eine Gridstrafe. Nicht eine Gridstrafe, eine Zeitstrafe. Schön, dass sie das glauben. Aber naja, ich baue meinen Abstand auch zu Vettel aus. Also das sieht ja... Keine Fehler bauen, dann sieht das echt super aus. Ja, das ist immerhin auch so eine Strecke, da ist man, finde ich, also man kann echt noch viel, viel schneller fahren, wenn man die Strecke echt richtig sauber fährt. Ah, oh mein Gott, nein. Kalender, geh weg. Nein, ich habe ein Problem. Oh mein Gott, ich habe ein richtiges Problem. Weiß, was du Scheiße. Meinst. Oh, what the fuck, warum ploppt das auf? Da steht gerade TSV 68 München gegen Einer Braunschweig, dritte Liga. Mann! Ich glaube, du sowas nicht ausstellst. Scheiß Kalender, geh weg! Dass das in eine Vollbildanwendung sich hochschiebt. Und man hat auch extra Windows 10, erkennt doch jetzt, wenn man zockt. Dürftest du das... Oh mein Gott, ich werde jetzt... Wenn ich jetzt nicht... Also wenn ich minimiere, bricht die Aufnahme ab. Dann müsste ich auch den Bot fahren lassen. Aber so sehe ich jetzt nicht, auf was für meine Benzineinstellung er ist. Differential und alles. Alles das, was da auf der rechten Seite ist, sehe ich nicht, was da eingestellt Boah, ist. Das mies. Tja. Ich habe ein Handicap. Kommt jetzt dazu. Ich müsste jetzt auf Ego-Perspektive schalten, damit ich das auf dem Lenkrad sehe, was da eingestellt ist, weil da sieht man das ja. Ja, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, das ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Tja, kommt auch sowas mal dazu. Den Roten so jetzt erfahren, wem willst du das erzählen? Kommt auch sowas mal dazu. Das ist natürlich eine Herausforderung, eine kleine. Wenn man das jetzt immer noch so weiterfährt, gut... zu Ende fährt, gut schafft, wird man dafür noch mehr gelobt. Alter, ich fahre immer noch auf Fett, Alter. Wie lange kann ich denn auf Fett fahren? What the fuck? Ich weiß nicht, ob Bottas Sirotkin schon überholt hat oder nicht. I don't know. Ich würde gerne noch ein bisschen warten mit den Überrundern. Aber ich komme immer näher, leider. Du musst irgendwann am Ende des Rennens nochmal auf Mager schalten. Oh, das war mies. Ah, fuck. Knapp, knapp, knapp. Die Kurve war ich sowas von schlecht ja jetzt genommen. Krass, was das für eine Wendung hat, auch dieses Rennen. Boah, das ist so stimmungsmäßig auch krass. Also ich finde, es ist immer wieder was Neues dabei. Immer wieder was Cooles auch. Auch wenn es natürlich manchmal ziemlich dumm ist. Ich hätte eigentlich zweimal das Safety Car eingefahren. Hast du hier einmal dieses Hütchen umgefahren bei dieser einen Kurve? Nee, das war ich tatsächlich nicht. Das ist auf einmal nicht mehr da. Ja, ich weiß, aber ich dachte, die Bots fahren das nicht um. Hab ich das mal umgefahren? Keine Ahnung. Naja, die Bots rammen mich ja auch einfach so weg. Also. Alter, wieso bin ich denn jetzt plötzlich bei minus 0,07? Du wirst auf jeden Fall richtig langsam. Oder ich bin einfach immer noch. Wir sind 51 Sekunden im Herrn. Ich bin richtig langsam. Ich hab fast nochmal 10 Sekunden ausgeholt. Vettel hat auch wieder eine Sekunde aufgeholt, scheiße. Wasch mal ein bisschen auf hier. Ja, dieses Fenster da auf der rechten Seite stört, ich kann nicht sehen, was ihr eingestellt habt. Als ob es noch nicht weggeht, what the fuck. Ich sehe dadurch auch nicht die Prozentanzeige, wie voll mein ERS ist und so, ich kann alles nicht sehen. Naja gut, das sagt er dir. Ja. Sagte ja, mir hat das gerade auch gesagt. Komm, hau raus. Kannst du mal ein bisschen erhöhen. Immerhin ist meine Benzinanzeige noch ganz knapp drauf. Also, ich sehe gerade noch so, dass ich im Minusbereich bin. Das ist ja richtig positiv.
Ist ja tatsächlich nicht mal schlecht. Glück gehabt, das sollte ich. Ansonsten müsste ich wirklich mal minimieren und so meinen Bot kurz fahren lassen. Letzte Runde so und dann geht das Benzin alle und dann werde ich in die letzte. Okay, ich bin direkt so, hinter Sirotkin und Hamel, Bottas ist anscheinend schon ein bisschen weiter vorne. Ah, okay, jetzt habe ich wieder die Zeit auf Vettel aufgeholt und rausgefahren, die ich gerade. Ich werde jetzt Zeit verlieren. Schlechtes Fahren verloren habe. Durch die Überrunder und es hat gerade auch richtig geleckt. Okay, Sirotkin lässt mich, danke. Aber ich muss natürlich trotzdem vorsichtig fahren. Ich habe gut Abstand. Da muss man jetzt nicht irgendwie reinpacen, schnell überholen. Also Bottas also niedrig, ist Minimum Mittel Platz 16. Hoch. So, jetzt müsste ich habe einmal ganz häufig nach links gestartet beim ES und dreimal nach rechts. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich auf hoch sein. Ist das dumm. Okay, Grosjean Hartley vor mir, Bottas anscheinend schon ein paar überholt. Das gefällt mir natürlich nicht so. Oh, das erste Mal, dass ich DRS hab. Wow. Hartley und Grosjean haben gerade richtig Stress und jetzt komme ich noch. Oh, ist das dumm. Das gefällt mir aber gar nicht. Boah, ich bin viel schneller als Grosjean. Und Hartley hat keinen Bock, mich vorbeizulassen. Danke dafür. Was ist Stroll, Alter? Bottas hat auch Stroll überholt. Junge, hör doch mal auf. Mach ja keinen Quatsch. Scheiße. Ich wollte gerade mit Kreis durchschalten, aber ich kann das ja alles gar nicht sehen, was da angezeigt wird. Richtig klug. Mann. Du musst nur aufpassen, dass dich Vettel nicht einholt. Ja, gut. Punkt. Wir haben ja nicht mehr so lange. Ich glaube, vor mir ist jetzt Bottas. Und wenn es er ist, ist er Platz 13. Muss auf jeden Fall nochmal hier ordentlich. Da sind auf jeden Fall noch Eriksen. Und jo, ich dreh mich rein. Reinhasseln. Scheiße. Hey, ich verstehe es nicht. Bremse ich zu schwach und gehe zu früh aufs Gas? Oder. Wieso komme ich da so scheiße um die Kurven nur rum? Das war natürlich richtig schlecht, dass ich mich hier gedreht habe. Ich weiß nicht genau, was ich falsch mache. Ich glaube, ich fahre zu schnell in die Kurve rein. Aber ich dachte, oh mein Gott, mache ich glaube ich tatsächlich. Ich fahre echt zu schnell in die Kurve rein. Fuck. Das werde ich gleich mal nächste Runde komplett ausprobieren. Da war ich nämlich gerade in zwei Kurven, hat sich das definitiv schneller angefühlt. Dadurch, dass ich einfach langsam in die Kurve reingefahren bin. Den groben Fehler, den ich hier gerade die ganze Zeit durchs ganze Rennen gezogen habe. Geil. Oh mein Gott, und da war ich wahrscheinlich schon wieder zu früh aufs Gas zu drücken. Also ich. Mann! Bottas! Hör mal auf! Ich habe irgendwie auf der Strecke das Problem, dass wenn ich aufs Gas gehe in den Kurven, wahrscheinlich gehe ich einfach zu früh aufs Gas oder bin auch zu schnell oder so. Auf jeden Fall, es treibt mich immer, vor allen Dingen in Rechtskurven, links raus. Hast du das auch? Null. Okay. Also mich treibt es nur bei einer Kurve so ein bisschen ab vom Feld, aber das jetzt zum zweiten Mal bei dieser Links-Rechts-Kurve da quasi im dritten Sektor. Ja, die ist sowieso da doof. Da treibt es mich immer ein bisschen heraus. Gerade eben zumindest. Richtig hart. Da habe ich mich ein bisschen gedreht. Aber ansonsten fahre ich eigentlich, wie gesagt, ziemlich stabil auf der Ideallinie. Da eigentlich fast keine Probleme. Okay, Bottas ist hinter ein paar Leuten. Wenn er die alle überholt, hat er auf jeden Fall Punkte. Fuck. Leute, ihr müsst auf jeden Fall weiter die Daumen drücken. Mal. Vettel ist 4,4 Sekunden. Oh, der hat den Abstand gewonnen, Alter.
Er kommt näher. Das heißt, Scheiße. Eigentlich nur 1,5 Sekunden von mir weg. Wegen der Scheißstrafe. Eieiei. Und ich muss noch ein bisschen auf Mager fahren. Gleich irgendwann. Okay, ja, Bottas ist hier. 13. Ich habe ihn überholt. Was war das denn? Bottas jetzt überrundet quasi. Scheiße. Das darf doch alles nicht wahr sein. Vettel ist vor mir. Ich muss auf jeden Fall vor Vettel kommen, damit ich aufhole. Ja, auf jeden Fall. Muss. Ja, du fährst ja auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade machst. Warst ja bisher richtig gut dabei. Ich bin nicht im Flow gerade einfach. Ich fahre wirklich... Ich fahre nicht abgrundtief schlecht, aber ich fahre offensichtlich gerade. Irgendwie hat es mir diese 10 Runden im kaputten Frontflügel gefahren, hat mir da echt alles zerstört, so ein bisschen. Dann bin ich halt einfach anders gefahren und das kriege ich gerade irgendwie nicht mehr so ganz raus. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass Bottas nicht in die Punkte kommt. Und dafür kann ich definitiv sorgen. Das stimmt, das war schon. Oh ja, da habe ich aber gerade was richtig gemacht. Das sollst du auf jeden Fall ein paar Mal richtig machen. Weil was es war, das musst du auf jeden Fall weiter durchziehen. Ich habe quasi die Punkte vor mir und hinter mir ist Bottas. Also er müsste mich nochmal zurück überholen, um an die Punkte zu kommen. Darauf habe ich keinen Bock. Klar werde ich den wahrscheinlich jetzt überrunden und dann werde ich vor den Punkten sein, aber... Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Sicher ist es noch nicht. Ich kann ja auch langsamer fahren. Mach ich. Noch ein paar Runden. Ich fahre gerade ein bisschen langsamer. Bisschen entspannter. Ich muss es ja jetzt nicht hier riskieren, irgendeine Scheiße zu bauen. In der Tat, Fahrer hinter mir. Ah! So, Leclerc überholt. Vor mir jetzt Platz 10. Bottas scheint immer noch Platz 13 oder 12 zu sein, je nachdem, weiß ich nicht genau. Trotz alledem. Hey, in der letzten Runde habe ich wieder ein bisschen was richtig gemacht und bin dadurch auch direkt erstmal eine Sekunde wieder schneller gefahren. Gerade wieder eher weniger gut. Eigentlich gar nicht so viel Zeit gekostet. Jo, ich fahre jetzt auf jeden Fall ein bisschen chilliger. Das gefällt mir jetzt so ein bisschen ganz relaxed. Mal hier die letzten zwei Runden rausballern. Und dann. Ich war sehr angestrengt, aber konzentriert und gut. Ja, also nicht gut, aber ausreichend offensichtlich. Gerade wieder bei 6 Sekunden. Verbremst. War ein bisschen gefährlich gerade, hier an Platz 10 vorbeizukommen. Okay, Bottas kann auf Platz 10 noch kommen, das wäre halt ein Punkt. Aber ein Punkt ist nicht so schlimm. Weiter ist kein Punkt. Platz 9 schafft er nicht. So eine Aufregung. So. Dann jetzt mal auf Mager, weil ich habe minus 0,0. Ja genau, minus 0,0. Minus 0,12 ist gerade. Okay, Bottas ist auf Platz. Muss hier gerade durchgehen, irgendwie was umstellen hier. Das ist so. Eine hohe Fehleranfälligkeit. Ist nicht geil. Jungs, die Daumen drücken. Die Daumen ganz, ganz fest. 5,3. Das schwankt gerade zwischen 6 und 5 Sekunden.
Reduziere den ERS-Einsatz. Ja, jetzt fahre ich gerade mit Mager und ohne den ERS. Ey, das ist gar nicht geil. Das ist tatsächlich nicht geil. Meine Kamera geht auch gleich aus, das ist auch nicht geil. Ja, ich bin das ganze Rennen über ja relativ stabil gefahren. Deswegen, wie gesagt, kann man jetzt am Ende nochmal sagen, okay, wir machen das auf safe. So, bin wieder im Plusbereich, habe auf Standard gestellt, ERS kann ich jetzt auch wieder fahren. So, und jetzt zwei gute Runden nochmal. Fahrer hinter mir. Mein Ziehen ist bei plus 0,03 und schwankt die ganze Zeit zwischen 0,02 und 0,03. Bitte Bank im Plusbereich. Ich habe ja Bottas überrundet, ne? Wenn ich vor ihm ins Ziel fahre, darf er nicht nochmal fahren, ne? Ja. Okay. Keinen Fehler mehr machen und dann dürfte es das gewesen sein. Bitte. Leute, nochmal anfeuern, letzte Runde hier. Bitte, einfach erster und zweiter, das würde uns so weiterhelfen. Klar, das reicht natürlich noch nicht aus. Wir müssen das noch weiter fortführen mit Platz 1 und 2. Es geht nicht nur heute. Aber das würde uns natürlich definitiv. Was ein anstrengendes Rennen. Ja, bei mir ist es was ganz entspannt. Also dank dir, sag ich mal, tatsächlich, dank dir. Letzte Runde. Ich ja ordentlich Zeit gewonnen auf euch alle. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal auf Mager geschaltet. So, jetzt nochmal auf Standard. Ich habe ja auf euch alle ein bisschen Zeit gewonnen. Da du mit deinem Frontflügel langsamer warst. Ja, das war echt Jackpot. Das hat für mich natürlich vieles gebracht. Bottas will mich überholen, ich darf ihn natürlich nicht lassen. Weil wenn ich ihn lasse, hat er nochmal eine Runde Zeit, um auf Platz 9 zu kommen. Wenn ich ihn nicht lasse, dann darf er nicht mehr fahren. Ich könnte nochmal auf die Bremse, dann hat er noch ein Frontflügelproblem, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Karierte Flagge, Leute! Yes! Durch! Nice! Letztes Jahr hat's nicht ganz funktioniert. In der Alter, Tat, das stimmt. Oh mein Gott! Ich sag's nicht. Ich darf dir nicht sagen. Darf ich dir sagen? Nee, darf ich nicht. Was ich sag's dir nicht. Es ist was Cooles noch passiert. Oh mein Gott! Yes, Leute! Noch was Cooles passiert! Oh, hier ist eine gelbe Flagge. Sauber! Was ist das denn? Hartley steht auf der Strecke. Applaus! Oh, bitte! Bitte, bitte, Applaus, bitte! Applaus, gut gemacht! Zweiter Platz, Zweiter erster Platz, und zweiter, jawohl. Doppelsieg! Yes! So, du darfst das Coole jetzt selber sehen. Scroll mal ganz nach unten, wenn die Tabelle jetzt kommt. Ganz nach unten, guck mal, wer auf dem letzten Platz ist. Oder nee, ja, schau einfach mal nach. Doppelsieg, Leute, das ist der dritte, glaube ich, ne? Der dritte Doppelsieg. Vettel auch hier, aber... Wir sollten auf jeden Fall richtig Punkte geben. Ich glaube, ich weiß schon, wer da ist. Ja, aber was kann, mit dem passiert? Man kann munkeln, dass es eher ist.
Hä, was ist mit dem passiert? Ich weiß es nicht. Man sieht leider, kann man, ja doch, man kann sehen, wenn er rausgeflogen ist. Ereignisse. Erste Runde, Alter, oha, wie viele Kollisionen, Alter. Ja, da ist es. Kollision mit Raikön verursacht Totalschaden. Raikön mal wieder. Ja, und Raikön ist einfach unbeschadet natürlich weitergefahren. Kennt er nichts. Ja. Dann Hülkenberg, Totalschaden. Ja. Yiannopoulos, Kollision mit Bottas verursacht. Mehrere Warnungen. Kollision mit Hamilton. Hä? Ich hab Streckengrenze überschritten. 3 ja, Sekunden wegen der Warnung. Ich hab eine Kollision mit Hamilton gehabt, nachdem der einen Totalschaden hatte. Okay, was machst du? Und warum hackst du auch noch? Hey, Magnussen ist einfach Fünfter geworden, what the fuck? Bottas 10. Wir mit dem Doppelsieg. So ist das auf jeden Fall geil. Wir gucken auf die Rangliste. Meine Kamera ist übrigens aus, Leute. Aber ich starte die jetzt auf Rangliste. Jeden Fall nicht nochmal neu. Das ist egal. Die letzten 2 Minuten kriegen wir jetzt noch rum. Du bist auf Platz 5. Ich bin auf Platz 4. 20 Punkte habe ich jetzt auf Bottas. Sehr gut. Das heißt in direkter Reichweite. Und außerdem 3 Punkte auf Raikön. Also das heißt, nächstes Rennen kann auf jeden Fall gut was nach vorne gehen und ja, die Konstrukteursrangliste in so nah sagt, hinter Mercedes. Ja, der Wahnsinn. 3 Punkte hinter Mercedes und insgesamt Ferrari geht auch wieder so ein bisschen. Ja, wir sind natürlich rangekommen, wobei man wie gesagt sagen muss, die sind natürlich in diesem Rennen auch Dritter und Vierter geworden. Auch wenn, wie gesagt, wir rangekommen sind, halt nur in kleinen Schritten. Wir haben noch 5 Rennen. 1 davon werden wir heute aufnehmen. Ich hoffe, das läuft genauso gut. Normalerweise kann es ja nie zweimal gut klappen, aber ich hoffe es einfach mal. Einfach mal eine Ausnahme machen. Einfach mal eine Ausnahme, zweimal gut klappen. Ja. Einfach Rebell sein. Einfach mal richtig reinhauen. Und klar, in der Rangliste in der normalen bin ich jetzt in Anführungszeichen nur Platz 5, habe immer noch ungefähr 40 Punkte auf Platz 1. Aber natürlich hat das wieder ordentlich verbessert und ich habe Hamilton überholt und ich bin wieder dran. Hätte ich es jetzt natürlich verkackt, dann wäre ich halt wirklich komplett weg. Ja. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.